Erst Sendung, dann Diskussionen. Bei Let's Dance können zunächst viele das Ausscheiden von Cheyenne Ochsenknecht nicht verstehen. Auch die Bewertung für Lilly Sein-Wittgenstein-Berleburg stößt nicht bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern auf Verständnis. Bereits in der Show vom 25. Februar 2022 war sie ausgeschieden, ist nun aber wieder dabei, denn es wurde entschieden, dass Hardy Krüger Junior wegen seiner Corona-Erkrankung nicht mehr auf die Tanzfläche zurückkehren würde. Somit bekam Lilly eine zweite Chance. Eine Situation, die nicht ganz einfach ist, denn nur 1,5 Tage haben sie und Tanzpartner Jimmy Zeit, sich aneinander zu gewöhnen und eine überzeugende Rumba vorzubereiten. Das Urteil der Jury: nur 7 Punkte. Ein Ergebnis, das viele Fans auf Instagram kritisieren. Einer von ihnen, Lillys Ex-Mann Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe. Der 63-Jährige schreibt zu einem Posting auf dem offiziellen Instagram-Account der Show, dass seine Ex super war. Eine Unverschämtheit der Jury, sie so fortzuführen, trotz der Kürze der Zeit, die sie für die Vorbereitungen hatte, und null Menschlichkeit, null Wärme, null Solidarität. Viele andere Kommentare zeigen, wie viel Respekt die Zuschauer gegenüber Lilly und ihrem neuen Partner hatten. Und es ging ja auch gut aus, denn ausgeschieden ist die 49-Jährige nicht und hat für die nächste Show genauso viel Trainingszeit wie die anderen Kandidatinnen und Kandidaten.